Die kleine Nute auf der Suche nach dem Weihnachtsfest. Die kleine Nute machte sich auf den Weg, die Menschen zu besuchen und ging in Richtung Bruneck, wo jedes Jahr der große Weihnachtsmarkt abgehalten wird. Dort traf sie an einem Verkaufsstand einen Bäcker. Diesen fragte sie: "Ich bin auf der Suche nach einem Weihnachtsfest. Kann ich mit dir Weihnachten feiern?" Der Bäcker schaute die kleine Nute verblüfft an und murmelte etwas vor sich hin. Als die kleine Nute nochmals fragte, gab er ihr zu verstehen, dass sie verschwinden sollte. Er müsste noch seine Lebkuchenherzen verkaufen. Enttäuscht wandte sich die Nute ab und ging weiter. Nach kurzer Zeit kam sie an einen Stand, bei dem ein Holzschnitzer gerade eine Krippenfigur aus einem Stück Holz herausarbeitete. Als sie in seine Nähe kam, lächelte dieser. "Guten Tag, kleine Nute, kann ich dir behilflich sein?" Erfreut von seiner Hilfsbereitschaft, fragte ihn die kleine Nute, ob er mit ihr gerne das Weihnachtsfest feiern würde. Der Schnitzer blickte sie mit traurigen Augen an und antwortete: "Ich verbringe das Weihnachtsfest wie jedes Jahr mit meiner Familie. Es tut mir leid, dass ich nicht mit dir feiern kann." Die kleine Nute verstand dies und bedankte sich bei ihm. Als sie sich weiter auf die Suche machte, sah sie ein helles Licht, das die ganze Stadtgasse erleuchtete. Inmitten der vielen Menschen sah sie einen Mann, der einen ungewöhnlich langen, weißen Bart trug und eine komisch aussehende, spitze, goldene Mütze. Daneben stand eine wüste, ungeheuerliche Gestalt, die immer um den großen, alten Mann herumlief. Die kleine Nute fragte den Mann: "Warum verteilst du die vielen Säckchen mit Nüssen und Mandarinen?" Der Weißbärtige gab der kleinen Nute eines der vielen Säckchen und sagte mit einem Lächeln: "Ich verteile sie, um Freude zu schenken." Plötzlich huschte etwas Helles an der kleinen Nute vorbei. Die kleine Nute erschrak vor einem der Ständchen, aus welchem kleine Feuerfunken herausstoben. Als die Nute sich, neugierig wie sie war, dem Schmied, welchem das Ständchen gehörte, näherte, sah sie, wie der Mann mit einem großen Hammer eine Trompete bearbeitete. "Warum machst du die Trompete mit einem Hammer kaputt?" fragte die kleine Nute entsetzt. "Ich mache sie nicht kaputt, das ist mein Handwerk. Ein Junge bat mich, die Trompete für ihn zu reparieren, da er sie bei der Weihnachtsmette zum Spielen benötigt." Fasziniert von der Arbeit des Schmieds, zog die kleine Nute weiter. Klick, klick, klick. Eine Fotografin saß auf einem Stuhl und fotografierte eine Musikgruppe von Saxophonen, die fröhliche Weihnachtslieder spielten. "Was ist das für ein klickendes Gerät, das du da hast?" fragte die kleine Nute. Doch die Frau hörte die kleine Nute nicht, da sie zu beschäftigt war, und sagte nur: "Ich habe keine Zeit für dich, die Fotos müssen heute noch an die Redaktion geschickt werden." "Aber du hörst ja gar nicht zu, wie sie spielen", bemerkte die kleine Nute entsetzt. Doch die Frau hörte ihr nicht mehr zu. Klick, klick, klick. "Kommt mit", rief ein Kind zu seinen Freunden. Fasziniert von den vielen Kindern, die begeistert an der kleinen Note vorbeirannten, folgte sie ihnen zum großen Schlittschuhlaufplatz. Gerade als die kleine Note das Eis betreten wollte, rief eine Mutter zu der kleinen Note: "Du darfst nicht auf den Platz, du bist viel zu klein." Doch es war bereits zu spät. Die kleine Note war schon in der Mitte des Platzes, als sie ausrutschte und Angst bekam, von den vielen herumtobenden Kindern angerempelt zu werden. Verzweifelt schaute sich die kleine Nute nach einer Rettung um, doch durch das viele Schlittschuhgewirr wurde sie nur noch ängstlicher. Da hielt vor ihr ein Paar rosaroter kleiner Schlittschuhe mit goldenen Schnürsenkeln. Weiche Kinderhände halfen ihr aus dem Kufenlabyrinth heraus.
Als sich die kleine Note nach ihrer Retterin umsah, sah sie nur einen dicken Schal und eine viel zu große Wollmütze, unter der viele lockige blonde Haare herauswehten.